Hallo, ich mache heute einen Joghurtkuchen. Dabei mache ich einen großen Joghurtkuchen. Von den Mengenangaben könnt ihr auch zwei kleine davon machen oder ihr nehmt einfach ein bisschen weniger Zutaten. Ich benötige für den Joghurtkuchen 700 Gramm Mehl, 150 Milliliter Öl, 500 Milliliter Naturjoghurt, 400 Gramm Zucker, 4 Eier, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und 200 Milliliter Milch. Die Eier und der Zucker werden in einer Schüssel als allererstes schaumig gerührt. Nun kommen die restlichen Zutaten hinzu, also Öl, Naturjoghurt, Milch, Mehl, Vanillezucker und Backpulver. Nun wird das Ganze durchgerührt. So, der Kuchen an sich ist jetzt fertig. Wer möchte, kann jetzt zum Beispiel noch Früchte, Kakao, Schokostreusel, Marmelade oder sonst was unterrühren, damit der Geschmack in eine bestimmte Richtung geht. Zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren oder auch Erdbeermarmelade, Himbeermarmelade. Wie gesagt, Schokoladenstreusel. Das ist quasi so eine Art Basisteig. Wenn man das nicht möchte, dann nehmen wir uns jetzt einfach eine Springform oder eine Kuchenform. Meine Springform ist leider kaputt, deswegen nehme ich so eine Art Auflaufform. Fetten diese ein und dann kommt der Teig da rein. Ach so, hinzuzufügen ist natürlich noch, dass meine Kuchenform jetzt etwas größer ist als eine normale 26er Durchmesser Springform. Bei einer 28er Durchmesser Springform sollte der Teig eigentlich reinpassen. Bei einer 26er wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Probiert das aus und wenn nicht, dann nehmt ihr einfach noch eine Kastenform und macht zwei Kuchen daraus. Ansonsten können wir den Teig jetzt in die Kuchenform hineinfüllen. Weil mein Freund so gerne Schokoladenkuchen isst, habe ich mir jetzt gerade überlegt, dass ich noch ein paar Schokostreusel auf die eine Hälfte streue, beziehungsweise erstmal drauf streue und dann gleich unterhebe. Der Kuchen kommt nun bei 180 Grad für etwa 60 Minuten in den Backofen.